So. Nein, dann wollen wir mal. Jetzt so einfach unser kompletter Spielstand gelöscht, Junge. Okay. Gut, Freunde. Wir sollten rein theoretisch kurz vor dem Ende stehen. Schauen wir mal. Wir haben übrigens 9630 Subs. Insane, Bro. Wirklich insane. Justin, danke für den Twitch Prime, Bro. Hat ihr das Basti-Video schon geguckt? Nee, aber ich will es auch heute nicht gucken, Jungs. Es ist zu früh, da grusel ich mich noch nicht. Ja, Bruder. Freunde, wo waren wir beim letzten Mal stehen geblieben? Helft mir auf die Sprünge. Wir hatten das hier gefunden. Vielleicht können wir das ans Mobile hängen. Also was wir gerade machen. Ich gebe euch kurz eine kleine Zusammenfassung, was wir gerade machen. Okay? Es ist ein Spiel, wo man in einem Haus ist. Und in diesem Haus ist halt viel Shit passiert. Und wir reisen quasi durch die Zeit sozusagen und erforschen, was man machen kann. Wir können auch durch Spiegel, das ist ein Spiegel, da können wir durchlaufen. Und gerade sollen wir ein Baby organisieren oder irgendwie so. Und oben ist ein Babybett mit 5 Dingern, die man ranhängen kann an so ein Mobile. Und die suchen wir. Wir haben aktuell, ich glaube, 3 oder 2. Und ich habe gerade mies laut gepupst. Aber das habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht gehört, weil ich geredet habe. Was ist denn das hier? Also ich dachte, das ist ein Mobile, never mind. Ja, über. Oh, Bruder, ich weiß nicht, wo wir stehen geblieben waren letztes Mal. Damn, son, where'd you find this? Achso, Freunde, ich muss erstmal noch Licht bei mir ausmachen, wa? Voll vergessen. Schallplatte finden. Ah, true, da war was, richtig. Genau, wir hatten den Dings hier. Genau, auf dem Grammophon liegt keine Schallplatte. Wir suchen also gerade eine Schallplatte, Jungs, denke ich. Richtig. Wir suchen ein Messer und eine Schallplatte, dann können wir weitermachen. Wo würde eine Schallplatte liegen? Oh, ich habe Blähungen in seinem Vaterrad. Achso, Freunde, und wir dürfen auch nicht zu lange im Dunkeln bleiben. Oh, hier, die hat einfach Licht ausgemacht, die alte Slut. Wenn wir zu lange quasi aus dem Licht draußen sind, dann wird unser Verstand ein bisschen weird und Dinge passieren, die eigentlich gar nicht passieren. In einem Schallplattenspieler. Oh, no shit. Da ist eine Schallplatte. Danke, Chat. Ich muss erstmal fix essen, Alter. Bruder, lass an die Rotze, was ist mit dir? Okay, ich meine, hier hätten wir eigentlich schon überall nachgeguckt. Damn, son, where'd you find this? Hast du das neue Reaktion-Video von Justin schon gesehen? Bitte? Ja, habe ich schon gesehen, Buddy. Danke für die 10 Euro, Bro. Guten Tag, ich möchte Sie in Kenntnis setzen, dass Ihr Teletext kaputt ist. Deshalb habe ich eine äußerst wichtige Frage, und zwar, wann läuft die Sendung Escape Room mit GAG bei Ihnen? Also die Uhrzeit. Circa 22 Uhr haben wir angesetzt. Muss ich aber schauen, ich will eigentlich heute The Visage fertigen. Fertig spielen. Freunde, wo zum Fick wird die Schallplatte sein? Ich komme nicht drauf. Ich habe halt das Gefühl, wir hätten schon alles gesehen. Wir waren halt schon überall. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, gehen wir einfach nochmal nach oben, ne? Wie sind wir denn immer nach oben gekommen? Achso, durch die Toilette, ne? Oder gehen wir mal nach oben ins Haus. Wir sind gerade im Keller, by the way.
Und frag nicht nach, aber wir springen gerade im Keller runter, um ins Erdgeschoss zu kommen. Ist ein bisschen fucked up shit, Jungs. Warum schreist du eigentlich die ganze Zeit im Game? Warum ich schreie? Oh mein Gott, wegen dem Kind? Oh, Bruder. Weil ich ein Baby bin? Ist das der Gag jetzt hier gerade? Okay, wir sind jetzt wieder im Erdgeschoss, Freunde. Also wir suchen ein Messer und eine Schallplatte. Das Ding ist halt, wir haben halt schon in der Küche tausendmal nachgeguckt. Also ich meine, wir können es gerne nochmal machen, aber eigentlich haben wir in der Küche schon alles gesehen. Ich meine, hier brauchen wir eigentlich nicht nochmal gucken. Monka S. Warte mal, müssen wir vielleicht diesem Ding hier folgen? Das ist neu, oder? Wir bleiben kurz, warte mal, wir gehen kurz hier hin, Freunde, um unseren Verstand wieder zu dingsen. Stimmt, diese Schlangendinger sind neu. ...187, geboren für die Zahl, war ich heute nicht da. Monka W, Freunde. Oh, Bruder, wir müssen in den Fortschrittsraum. Schönen guten Tag, mein Penis ist sehr groß. Ja. Oh mein Gott, Bruder. Oh mein Gott. Bruder, okay. Das ist, by the way, die nette Frau, die uns abstechen kann. Die hat übrigens ihren Mann umgebracht, die alte Ho. Das ist Renate. Bruder, ich verlaufe mich immer in diesen Bums hier, ey. Ist krass. Oh, Bruder. Als ob die jetzt schon da ist. Holy fuck. Renate, Junge. Lass uns in Ruhe. Okay? Weißt du, sie kann sich teleportieren, aber eine Tür ist einfach too much für sie. So dumm, einfach. Dumme Ho. Enderman, ja. Okay, Freunde, dann wollen wir mal. In meinem Zimmer war gerade eine 3 cm große Hornisse. Oh, Bruder, wir hatten in unserem Garten früher immer ein Hornissennest, Alter. Aber so ein richtig großes, Junge. Bruder, so eklig, ich schwöre. Was passiert, wenn sie dich tötet? Dann sind wir tot. Ich meine, was soll ich jetzt darauf antworten, Bruder? Ja, wir können vielleicht hier abspeichern. Vielleicht gar nicht so dumm. Okay, Freunde, dann wollen wir mal. Also wir suchen nach einem Baby, deswegen ziemlich nice, wenn das jetzt hier ein Baby wäre. Du brauchst beide Hände, um diese Aktion auszuführen. Ich habe irgendwie das Gefühl, da kommt jetzt gerade mies der heftige Jumps. Oh, Bruder, ist das eklig. Bruder, wir laufen rückwärts, ich schwöre. 180 Grad Drehungen sind dir tot. Jetzt haben wir uns doch 180 Grad gedreht. Okay, warte mal, lasst mich kurz überlegen, Freunde. Können wir speichern? Nein. Wir müssen in den Keller, richtig? Nee, wir müssen hier hin. Nee, warte mal, wo müssen wir nochmal hin?
Ich stehe gerade übelst auf der Leitung. Wo ist die Alte, die ihr Baby wollte? Achso, wir müssen runter rechts. Oh Gott, das wird jetzt gruselig, Freunde. Oh, wir müssen jetzt runter rechts und dann durch den Spiegel. Es tut mir leid, ich muss Ariana Grande anmachen. Das ist mir zu creepy gerade. Bro, das ist ein ganz anderes Haus als eben, Jungs. Das sieht nicht creepy aus. Das ist easy shit. Ganz ehrlich, was kann passieren? Was soll schon passieren? Ganz ehrlich. Wir bringen jetzt einfach dieser Frau ihr Baby und alles ist gut. Easy. Was soll schon passieren, richtig? Hier ist dein Baby. Oh, Bruder, ich hab das Gefühl, jetzt kommt gleich der mieseste Jumpscare. Jetzt gib dieses Baby ab, Junge. Oh, Bruder, muss los. Oh Gott. Was ist das? Oh shit. Jesus. Oh, Jesus. Du bist wunderbar. Okay. Was genau will dieses Game von uns, Freunde? Durchgespielt, Hypers. Ja, wir haben's, Freunde. Claps to Champions, Alter 4. Oh, Bruder. Hallo, Footlocker-Mitarbeiter. Oben im Schlafzimmer sind meine Schuhe. Könnten Sie einmal holen in Größe 44? Was? Teddy, danke für die 2 Euro, Bro. Ich habe das Gefühl, wir landen jetzt in der anderen Version des Hauses. Oder sind wir wieder in den normalen? Ich weiß nicht, die Frage kann nur Ariana Grande beantworten. Okay. Gut, höchstwahrscheinlich müssen wir hochgehen, runtergehen, meine ich. Also, ihr habt ja gerade gesehen, das war ja über uns. Aber wir müssen halt in den Keller gehen dafür. Frag nicht nach, wie gesagt. Okay. Oh, Bruder, das ist gut spooky, Alter. Ich schwöre, immer wenn steht, speichern aktuell nicht möglich, dann ist es immer Mon KW, Alter. Ja, Milchschnitten, I'm watching you, Jonas, Cracky, Avenge. Danke für die Subs, Boys. Bisschen Bauchschmerzen jetzt. Warte mal, hier ist mehr... Ich glaube, in diesem Raum ist gerade mehr Musik als beim letzten Mal. Aber not sure. Den Raum gab es vorher schon, Jungs. Das ist nichts Neues hier, okay? Aber ich habe irgendwie das Gefühl, hier ist mehr Musik oder so. Das ist anders? Ich habe das Gefühl, die Musik ist anders als sonst. Oh, Bro. Sieht alles ziemlich gleich aus, Freunde. Hallo? Ist hier wer? Boah, das tut mir leid, auch wenn das jetzt super pussy ist. Wir könnten gucken, ob diese Tür auf ist. Die war immer verschlossen. Sollen wir das machen? Ja.
Wir machen es ohne, weil wir Männer sind. Ja, okay, gleich umdrehen wird ein bisschen eklig. Pepega, Junge, Rückwärtsgang. Okay. Okay, warte mal. Wir müssen dann höchstwahrscheinlich zur Toilette, oder? Da kam Jesus her. Oh, Bruder, meine Hände sind so eiskalt, Junge, ich schwöre. Ich versuche den Geist zu erschrecken, wisst ihr? Damn, son, where'd you find this? Nee, Freunde, es tut mir leid, ich muss erst auf Toilette gehen. Ich kack mir sonst in die Hosen gerade. Also jetzt nicht als Joke gemeint, sondern Real Talk. Also jetzt nicht wegen Grusel, sondern ich muss wirklich einfach gerade Kacki machen. Sorry, Jungs. Was ist denn passiert, Jungs? Kann er bald direkt vom Klo aus zocken? Ey, es tut mir leid, ich bin wirklich sehr, sehr oft auf Klo, Alter, manchmal. Aber ich weiß, mein Körper ist manchmal ein bisschen weird, Chef, Freunde, wie soll ich sagen? Oh, das ist das erste Mal heute in dem Jahr, dass mir wirklich kalt ist, Alter. Ich hab die ganze Zeit Fenster offen, weil ich so jemand bin. Ich liebe Kälte, so, wisst ihr, wie ich meine? Aber heute ist so der erste Tag, wo es mich abfuckt, Alter. Okay, Freunde, wir gehen jetzt links um die Ecke und da kommt Jesus her. Okay, von hier kam Jesus. Sollen wir nochmal durchspringen? Ich weiß nicht. Können wir hier speichern? Perfekt. Dann springen wir durch und falls hier nichts ist, kommen wir wieder hoch. Speed-Scheiße oder was? Ja, als ob ich jetzt so eine halbe Stunde auf Klo gehe, erstmal kacken. Hier ein Witz, geht ein Kevin zum Arzt. Damn, son. Hat er sonst immer so da hochgeguckt? Ja, ne? Ja, doch, hat er. Müssen wir irgendwas mit Jesus machen? Damn, son, where'd you find this? Freunde, wir sind jetzt einmal umsonst komplett nach oben gelaufen, um wieder hier runter zu... Oh, Bruder, tiltet mich das. Warum habe ich denn nicht gleich geguckt, was das ist? Oh mein Gott. Okay. Jetzt wurde gerade automatisch gespeichert, Jungs. Jetzt ist Monka W. sein Vater angesagt. Durch die Mucke machst du das Gameplay schlechter, no front. I feel you a bisschen, aber es... Ich schwöre dir, Bruder, es ist manchmal schwierig, weiterzuspielen ohne die Musik, okay? Vertrau mir, Bruder. Bro, wenn du bei einem Game Angst hast, hör das hier, vertrau mir. Na, Chat ist pissed, wenn ich Musik höre, deswegen hören wir keine Musik, okay? Okay, wir bauen noch ein Mobile, Freunde. Wo werden wir das letzte Mobile finden? Also das letzte Teil vom Mobile. Das wird ja was mit dem Messer zu tun haben, oder? Es gibt noch einen Spiegel für Kobel. Oh, Bruder, ich habe voll vergessen, was noch alles da war.
Können wir hier kurz abspeichern? Okay, dann gehen wir mal ganz fix. Ich überlege, ob ich kurz hochgehe. Und erstmal das Ding anbringe. Jungs, Freunde, also, wofür wird das hier sein? Das können wir doch safe nicht ans Mobili ranhängen, oder? Aber wofür ist das? Das haben wir schon die ganze Zeit. Jemand wollte hinter dir schreiben, hat aber anstattdessen Hitler dir geschrieben. Pass auf, Hitler dir! Okay, Digga, wo? Herein, schönen guten Tag, wir baden gerade, kommst du rein. Boom, hat's gerade geflackert, das ist immer ziemlich ungünstig. Ja, kommst du ja rein, sie kleiner Bastard. Okay, es fehlen noch zwei weitere sogar. Ist das neu, Freunde? Ist es neu, dass da... Das Lachen da ist neu, oder? Oh mein Gott, wir könnten durch das Loch hier gucken. Oh, Bruder. Beautiful girls all over the world. Okay, das ist nichts. Kevin, jetzt scheiß dir doch nicht so krank ein. Aber wirklich, Leute, die das schreiben, ey, ihr seid auch die heftigsten Banger einfach. Digga, ich schwöre, das Game hat wirklich eine gute Atmosphäre, Freunde. No joke. Das ist vielleicht wirklich das most creepyste Game, was ich in meinem Leben je gespielt habe. Inski meinte auch, dass er es sehr, sehr creepy findet. Ihr dürft nicht vergessen, das ist nochmal eine Nummer more creepy, wenn man derjenige ist, der spielt. Freunde, wo ging's denn hier hin? Was war denn hier nochmal? Das war das mit den Uhren, oder? Ich überlege gerade, wo wir am besten jetzt hingehen, was wir noch machen müssen. Die Bilder sind wichtig, merkt ihr die? Ja, 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 aber jetzt nicht. Das Game plus dein Gesicht ist more creepy. Okay, danke, Bro. Im Vergleich zu Inski bist du schon The Rock. Hat Inski sich hart gegruselt vor dem Game? Okay, das war die Rotze. Hier haben wir alles fertig gemacht, meine ich. Ich weiß nicht, warum die Mucke gerade so abgeht, aber da haben wir eigentlich schon alles gemacht. Ja, bei den Spiegeln ist er gequittet. Naja. Sind wir auch ehrlich, Freunde, Spiegel sind auch einfach eine gruselige Sache, eine gruselige Angelegenheit. Auch in Real Life. Okay, wir können nochmal hier hingehen. Schauen wir uns hier nochmal um, Freunde. Also hier ist halt der Mann der Tote. So, und dann, wenn wir das hier interagieren, steht hier, eines der Messer scheint zu fehlen. Das bedeutet, wir suchen eines der Messer. Wir haben eigentlich schon alles uns angeguckt, was möglich sein könnte. Ich habe Real Talk keine Ahnung mehr, wo das Messer sein soll. Das Messer ist bei Jesus. Beim großen Jesus. Okay, dann, wenn wir zum großen Jesus müssen, da brauchen wir eine Kurbel aktuell. Wir haben halt dieses Infusionsding. Was zum Fick können wir damit machen? Ja, die Oma hat's, ja, Freunde, also bitte.
Schau nochmal in seine Hand. Ja, er hält halt irgendwas fest. Aber ich kann es halt erst nehmen, wenn ich ihm noch einen Stich gebe. Geh zurück den Gang links von der Treppe bis zum Ende. Den Gang links von der Treppe bis zum Ende. Meinst du da, oder was? Na, Bruder, da waren wir doch schon mehrmals. Oh! Okay. Guter Call. Gab's hier auch oben den Safe-Raum oder gab's den Safe-Raum nur unten, Freunde? Wisst ihr das? Es gab nur unten den Safe-Raum, ne? Weil wir müssen den Hammer holen. Und der Hammer befindet sich im Safe-Raum. Das bedeutet, wir müssen einmal nach unten. Oh, AIDS. Oh, ist das AIDS. Okay, dann Abfahrt. Beautiful girls all over the world. I could be changing, ne? Herein, schönen guten Tag. Jetzt müssen die Gäste zu der Swinger-Party sein heute. Bruder, ich bekomme hier braunen Alarm. Es gibt Dinge, die ich von meinen Zuschauern nicht wissen möchte und das ist eine davon. Yo, Kelly, Honey, Rai, Geilenkirchen, Axo. Danke für die Subs, Jungs. Kuss aufs Auge, Bros. Ey, Broskis, wenn es so weitergeht, können wir eventuell die Tage 10k Subs hitten, Alter. Crazy shit, Bruder. Hast du schon eine von den verketteten Türen aufgemacht? Nee, kann ich auch nicht aufmachen, Bruder. Also, es gibt ein paar Türen, die sind verkettet, Freunde, falls ihr die noch nicht gesehen habt, falls ihr heute zum ersten Mal zuguckt. Ja. Okay, hier müsst ihr euch nicht gruseln. Hier kann ja eigentlich nichts groß passieren, außer dass die Oma uns abschlägt. Okay, dann ist ja gut. Ja, easy. Du meinst Renate? Ja, die Oma. Also ich muss sagen, solange noch alles so ist, sag ich mal, also solange ich nichts irgendwie einsammle, was, sag ich mal, einen neuen Fortschritt bringt, wisst ihr, ich meine, habe ich eigentlich keine Angst. Weil ich weiß dann, was passieren kann, so, you feel me? Aber sobald man Fortschritt macht, okay, und merkt, okay, fuck, dude, so, irgendwie, jetzt hast du was gemacht, was das Game changed, dann ist es creepy as fuck. Also zum Beispiel nachher, wenn wir diese 5 Mobile-Dinger haben, das dann drehen, ab da habe ich wieder richtig Schiss, Junge. Heilige Scheiße. Bin ich der Einzige, der alte Menschen krank gruselig findet? Oder WTF? Also ich finde nicht grundsätzlich alle alten Menschen gruselig. Obwohl, ich war heute schwimmen und habe so Aquasport gesehen von so Rentnern. Da waren so 10 Leute. Ja, eventuell. Eventuell fühle ich ein bisschen. Wir müssen mal kurz ins Licht gehen, Freunde. Wegen Verstand dies, das. Wegen Verstand diese. Ich finde Menschen allgemein gruselig. Uff. Hitler dir! Ja, da ist er wieder. Spielst du auch mal Apex Legends? Aktuell habe ich nicht so über Turn of Shooter, ehrlich gesagt. Weil... I don't know, ich zack halt irgendwie in jedem Shooter und das nervt mich dann immer und dann habe ich immer schlechte Stimmung. Ich enjoy gerade irgendwie mehr so alles andere. Ich habe das Gefühl, das ist eher meine Stärke. Chat, ihr müsst mich jetzt nicht mit dem True hitten, okay? Ihr müsst nicht Salz in die fucking Wunde streuen, ihr Idiots, okay? Ihr hättet auch sagen können, na, Kevin, Bullshit. Ich finde Counter-Strike awesome bei dir oder so, Smile. Okay, das ist sowas. Warum sagt ihr nicht sowas, ihr Esel? Alright, let's go. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, Freunde. Wir haben noch 45 Minuten Zeit, das Game durchzuspielen. Hiya! Oh, cool. Das ist ja gar nicht gruselig. Wird gespeichert. Love it. Okay, ich finde mein Feuerzeug nicht. Aber ich benutze jetzt mein zweites Feuerzeug, um mein erstes Feuerzeug zu finden. Wo ist mein erstes Feuerzeug hin? Achso, oder hat er... Ne, er hat es einfach ins Inventar gepackt. Never mind. Ja, das ist jetzt der Moment, wo ich grusel. Also, wo ich mich grusel. Ich kann nicht sprinten, Bruder.
Hä? 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 Check ich nicht. Ich konnte nicht draufschlagen. Brauchen wir die Brechstange vielleicht? Damn, son, where'd you find this? Alter, wenn wir die Brechstange brauchen, müssen wir wieder in den Keller, Junge. Null gruselig? Ja, das war gerade null gruselig, Bruder. Weil wir halt wussten, was passiert. Nein, 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 der Hammer. Ich probier's nochmal, Freunde. Vielleicht muss ich ducken und schlagen, ja? I don't know. Oh, nice. Maruf, Ingrid! Boah, Junge, hier, Red Cutter, Alter. Holy shit. Bruder, Junge, das war anders, der Ear-Rape gerade. Ja, Renate, verpiss dich da oben, du alte Slut. Ja, brauchst nicht so runtergucken, Junge. Okay, Jungs, das hier ist... Boah, Bruder, das hier ist mad creepy. Viel Spaß beim Rätsel. Don't tell him. Ich kann nicht tappen. Ach doch, okay. Wird gespeichert. Hm, coole Sache. Oh, Bro. Ich trau mich überhaupt nicht. Es tut mir leid. Scheiß auf. Ist mir scheißegal. Hey, Kevin, dein das Gameplay. Ganz ehrlich, ihr kennt mich mal, ihr fucking Pussies, okay? Okay. Whirling in an even fasting dream, a two-sided moon with clouded vision lies down innocently. Was ist das für ein Buchstabe? Was steht nach dem innocently da? Lie? It's quietly shadow oder so. Oder Quifty? Quifty Shadow? Was heißt Quifty? Oh, das soll bei heißen? Innocently by, it's Quifty Shadow. Oh, Guilty Shadow. Oh, ja, Quifty. Ja, Quifty hat jetzt nicht so Sinn gemacht. Guilty macht dann schon mehr Sinn, ja. Quifty, Junge. Quifty, Junge. Oh mein Gott, pfiffiger Tröte, Alter. In Overwatch gibt es jetzt einen Lego Bastion Skin. No fucking way. For real? Oh, das ist auf Deutsch ist vielleicht nochmal ganz gut. Inmitten eines nie enden wollenden Traums, ein zweiseitiger Mond, der in einem Nebel verschwindet, legt sich jungfräulich in den schuldbeladenen Schatten. Okay, was genau müssen wir hier machen, Freunde? Buh! Mhm. Freunde, ihr würdet mir doch sagen, wenn es hier Jumpscares gibt, oder? Da muss ich mir doch gar keine Sorgen machen. Mechanische Kurbeldiese. Kann ich das hier nicht verwenden, oder was? Okay, dann vielleicht hier. Hä? Okay. Machen wir noch mal hier. Okay, wir machen jetzt gerade Licht an für die Leichen unten. Ups.
Okay, wir können jede Leiche beleuchten. Sollen wir einfach mal alle beleuchten? Ich meine, Chat meint, dass es ein Rätsel ist, also würde es ja gar keinen Sinn machen, wenn wir alle beleuchten müssten. Aber wir machen es einfach mal. Oh, einen habe ich vergessen. Pepega-Tröte. Geh runter. Leichenhausteller. Weiß nicht, sieht ziemlich legit aus unten. Don't tell him. Und ich sag's euch ganz ehrlich, wenn ich der Zuschauer wäre und ihr der Streamer, okay, ich würde noch übler bei euch rein snitchen. Dann werdet mal alle zum Leben oder so und erschreckt mich jetzt, ihr kleinen Hurensöhne. Schönen guten Tag, hallo, hallo. Kann ich die auch wieder ausmachen, Chat, denkt ihr? Da sind Zettel an den Leichen. Was? Oh, ich will nicht gucken. Ey, macht mir so Angst, Chat. Ohne euch hätte ich gar nicht so Angst gehabt. Auf dieser Zeichnung scheint gar nichts dargestellt zu sein. Ein Auge. Was sagt unser Text nochmal? Damn, son, where'd you find this? Two-sided moon, clouded vision, guilty shadow. Ups. Junge, dreh doch nicht weg, was ist das denn? Okay. Wie genau kann man sich Two-Sided Moon vorstellen? Ja, Bruder, 10er, dass hier ein Jumpscare kommt. Also, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, Freunde. Also, 100%ig kommt hier einer. Ich muss hier so rumlaufen um die Jungs, Alter, und dann gucken, was die so dran haben. Also, wenn hier kein Jumpscare kommt, dann möchte ich Peter Rudolph heißen. Da kommt keiner. Ein menschlicher Schädel. Hat menschlicher Schädel irgendwas mit unserem Ding zu tun? Schädel it out, man. You got me some type of way. Das scheint einen Schatten darzustellen. Okay, warte mal. Wie machen wir das? Wie kommen wir hoch? Wir kommen da hoch und gehen da, kommen da hin. Okay, also, wäre es sicherlich smart, vielleicht so das Ganze aufzuzeichnen. Also, lass mich kurz einen Stift nehmen. Also, wir haben hinten rechts den Shadow. Ihr wollt nicht sehen, wie ich Shadow gerade geschrieben habe, aber ist scheißegal. Einfach mit SCH, Bruder. Weil ich mich nicht entscheiden konnte, ob ich Schatten oder Shadow schreibe. Ein Schmetterling. Schmetter. Warte mal, wo war der Totenkopf? Da, ne? Okay. Toten-K. Das scheint einen Mond darzustellen. Also in welchem Universum ist das ein Mond, Junge? Also Real Talk. Szene, wenn das ein Mond ist, Junge. Das scheint ein Auge darzustellen. Auge. Nichts. Nichts. Okay, dann wissen wir jetzt alles, oder? Wir haben alle gesehen. Es können ja nur die sein, die beleuchtet sind. Weil da können wir auch nur Licht an und ausmachen. So.
Okay, können wir mit den Kurbeln Dinge auch wieder ausmachen? Das ist die Frage jetzt. Aber müsste eigentlich gehen. Okay, ja. Okay, Freunde, also, warte mal. Wir haben Auge, Mond, Schmetterling, Shadow, Totenkopf. Und das hier ist unser Text. Und ich habe einen schwarzen Bildschirm aus irgendeinem Grund. Okay, warte mal, wie konnte ich das nochmal auf Englisch, auf Deutsch machen für euch? Ah ja. Okay, also inmitten eines nie enden wollenden Traums. Ein zweiseitiger Mond ist... Okay, warte, also Mond auf jeden Fall, oder? Mond muss beleuchtet werden, richtig, Jet? Mond muss beleuchtet werden. So. Der in einem Nebel verschwindet, ist das auch? Warte mal. Okay, two-sided moon, clouded vision, also Auge. Also Mond, Auge, Schatten, richtig? Ich meine, was soll sonst clouded vision sein? Nee, ich denke, das ist richtig. Mond, Auge, Schatten. Vision ist ja hier kicken. Miran, danke für die 2. Ich check das gleich aus, Bro. Okay. Also, wir sind hier hochgekommen. Shadow ist rechts hinten. Also müssen wir das hier ausmachen. So, Schmetterling, Mond, okay, das muss aus. Das muss an, also warte mal, das an, das an, das an und der Rest muss aus. Die beiden müssen noch aus. Oh boy. Jungs, ich hab bisschen Bammel, um ehrlich zu sein. Oh mein fucking Gott. Unten wurde irgendwas runtergelassen, Bruder. Oh, da ist jetzt ein Loch. Wir haben das Rätsel gelöst. Oh, das ist ja null creepy jetzt. You got me some type of way. Mm-mm. Ganz ehrlich, was kann schon passieren? Was soll schon kommen? Was soll schon kommen, hm? Was soll schon kommen, Bruder? Wir müssen uns nur oft genug einreden. Was soll schon passieren, Freunde? Es kann eigentlich nichts passieren. Eigentlich kann hier nichts passieren, Freunde. Ich meine, solche Gänge, die mit so Holz verkleidet sind, sind immer super safe in Horror-Games. Wirklich, ich spreche da aus Erfahrung, Freunde. Hier kann im Grunde nichts passieren gerade. Ich meine, das Schlimmste, was passiert hat, ist vielleicht, dass Jumbo Schreiner uns entgegenrollt. Dann sind wir ein bisschen gefickt. Aber ansonsten sollte hier eigentlich nichts passieren. Seht ihr? Nichts passiert, Jungs. Feels good, man. Okay, das ist wahrscheinlich jetzt eine neue Version vom Haus. Ja, Freunde, das war's dann heute auch schon mit Visage. Hat mich mega, also ich fand's mega cool heute den Part. Ich hoffe euch auch, wir zocken jetzt in Escape Room. Oh, dude. No way. Wir müssen irgendwas mit dieser Katze machen. Das ist der Raum unten. Das ist der Keller, Freunde. Warte mal, hä? Meint ihr, wir haben jetzt irgendwas verändert oben? Ach so, wir haben die Kurbel. Ja, stimmt. Wir waren ja hier für die Kurbel. Dann können wir jetzt zu Jesus gehen. Okay, wo war Jesus nochmal, Freunde, damit ich direkt durchballern kann? Lass uns kurz überlegen. Wo war Jesus? Wo war Jesus nochmal, Freunde? Interagieren mit der Katze kann ich nicht, Freunde. Obwohl, vielleicht, warte. Das ist manchmal ein Bug, Freunde, dass da steht, man kann mit beiden Händen interagieren. Ich
kann hier nichts machen, Jungs. Wie gesagt, das ist manchmal einfach ein Bug. Warte mal, wo war denn Jesus? Ich komme nicht mehr drauf, wo... Neben dem Safe Room, war das da? War Jesus hier? Ja, true. Oh mein Gott, danke, Bruder. Guter Call. Okay, hier ist Jesus, Freunde. Mega guter Call. Danke, Bruder. Ich wollte jetzt kurz nachdenken, bevor ich 1000 Jahre rumlaufe. Weil dieses Haus ist so groß und verändert sich die ganze Zeit, dass man sich so easy verlaufen kann. Warum kann ich das gerade nicht aufmachen? Hä? Bruder, das buggt gerade, ich schwöre. Okay. Jetzt auf einmal kann ich aufmachen. Weird. Don't tell him, Chat. People laugh. Nee, hier passiert nichts. Oh fuck, wir könnten hier durch die Wand gucken gerade. Alter, game-breaking Glitch, Freunde. Also im Grunde müssten wir jetzt hochgehen zu Jesus und die Kurbel drehen und laut meinem Chat, und mein Chat hat ziemlich oft recht, Smile in Chat, laut meinem Chat sollte dann hier das Messer sein, gucken wir mal. Nee, ach halt dein Maul. Oh Gott, ich dachte schon, oh mein Gott. Alter Junge, boah, Bruder, das stand für, oh Alter, ich dachte schon, Junge. Ey, wäre das wack gewesen, Alter. Okay, Jesus. Der alte Hustler. Okay, wo habt ihr dann ein Messer gesehen, Freunde? Er ist doch auch safe ein Jumpscare, oder? Als ob das jetzt nicht ein Top. Also das ist doch ein Jumpscare. Oh mein Gott, ihr hattet recht. Okay, dann müssen wir hier raus. It's all part of the plan. Chat, don't tell him. So dumm, Alter. Ganz ehrlich, denkt ihr, ich habe jetzt Angst oder was? Sehe ich aus wie eine fucking Bitch, Chat? Oh, es wurde automatisch gespeichert. Ich habe Angst. Warte mal, wo wollte ich jetzt nochmal hinlaufen, Jungs? Ich bin gerade super auf. Ach, ins Büro. Okay, wir müssen jetzt zum Klo und dann ins Büro. Ich habe gerade übelst die Lags in-game. Ich drücke manchmal Feuerzeug, er macht einfach nicht. Die alte Peach. Ich hasse dieses Game, das macht mir so Angst. Keine Sorge, Oscar. Du bist da nicht alleine, Junge. Pizzabäcker, LeFred, Hoodify, Moritz, Recoon. Danke für die Subs, Jungs. Kuss aufs Auge, Modi. Okay, Freunde, wir müssen jetzt hoch ins Büro und den Mann abstechen. Und der sollte uns dann irgendwas geben. Schauen wir mal. Nee, das Spiel ist mir zu brutal. Bruder, ich merke, ne? Super viele Leute schalten weg, weil sie es zu gruselig finden. Alter Schwede. Hätte ich wirklich nicht erwartet. Ach, da ist wieder die alte Schabracke. Ah, ganz ehrlich, was soll passieren? Ja, komm doch, du altes Slut, hä? Ja, leck mich, Alter. Ey, Mark, wer ist hier der Coolste? Warte mal, wir gehen ganz kurz in den Raum, Freunde. Für den Verstand. Gibt es Jumpscares? Ja, obvious, Bro. Aber ich muss tatsächlich zugeben, es sind tatsächlich wenige. Es sind nicht so viele Jumpscares hier. Vielen Dank für die 15, Bro. Das ist so ein Game, was dich denken lässt. Hey, hier ist ein Jumpscare, aber dann ist da keiner. Und dann nach fucking 10-mal denken, hey, da ist kein Jumpscare, denkst du auch irgendwann, okay, was soll passieren? Und dann, Junge, dann hatte ich das Game an den Eiern und fick dich. So ist das Game. Aber jemand im Chat meinte, dass man es rein theoretisch durchspielen könnte, ohne Jumpscares. Das soll gehen. Und ich meine, es kann actually sein. Also der einzige Jumpscare, den wir haben, ist die Oma, wenn sie uns tötet. Aber das liegt daran, dass wir was falsch machen. Okay, jetzt kann was passieren, Freunde. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ich schiebe ihm jetzt ein Messer rein und dann müsste er seine Hand aufmachen.
Bruder, stech einfach rein, Junge. Heilige Scheiße. Der Typ ist schon tot. Jetzt schieb einfach rein. Achso, ich muss links hier drücken. Ah, ne. Okay. I love you, steht da dran. Okay. Autospeichern, love it. Ich hoffe, das ist der Schlüssel für diese Tür hier, aber sollte eigentlich. Okay. Damn, nice, son, nice. Where'd you find this? Grüße an Nico und Fred. Oh shit. Warte mal. Er bunkert diese Dinger hier. Meint ihr, wir müssen das ihm vielleicht geben? Wofür soll das sonst sein? Er bunkert die Dinger hier drin. Wofür? Um was geht es basically? Um ein Haus, das verflucht ist und wir erleben verschiedene Facetten von dem Haus irgendwie so. Genauer wissen wir es auch nicht, Bruder. Aber gerade ist unser Ziel, 5 oder 6 Mobili-Dinger, also so Mobili-Spielzeuge an so ein Bett zu hängen. In diesem einen Schlafzimmer, wo wir gerade waren. Und uns fehlen noch 2, also jetzt noch 1. Ich überlege gerade, was sagt uns das hier? Weil wir haben so 1. Okay, ich kann mir vorstellen, was es bedeutet. Ich kann mir vorstellen, was es bedeutet. Oh shit, dude. Okay, dann müssen wir höchstwahrscheinlich ihm das jetzt geben. Kommt er gerade näher? Na, ganz ehrlich, scheiß drauf, wir gehen jetzt. Okay, Habibo, pass auf, folgendes. Wir machen folgenden Deal, okay? Sticht er mich jetzt ab oder so? Ja. Okay. Ich weiß nicht, was gewollt ist gerade. Müssen wir das machen gerade? Okay. Gut, Freunde, Frage beantwortet. Nein, müssen wir nicht machen. Die Frage ist, wie kommen wir von dem Typen weg? Jemand schreibt No Front rein. Man haut so jemandem 4 Messer rein. No Front. Okay. Fühlt man das? Kann man das fühlen? Pepega, Alter. Okay, Freunde, was ist unser Plan? Renne ich einfach vorbei? Hätte ich genauso gestochen, Bro. Feier ich. Reinlegen? Geht nicht. Das klemmt. Brauchen wir die Brechstange? Nee, oder? Die haben wir ja nicht. Mit dem Hammer reinrotzen? Geht nicht. Ich raff grad nicht, Jungs. Sag Halt, Stopp, Abstand. Pfeife. Ah, das mit diesen beiden Händen ist wieder Bullshit, Freunde, oder? Ja, das ist wieder ein Bug. Meint ihr, hier gibt es in dem Raum noch irgendwas, was ich nicht gesehen habe? Ich meine, was hat es damit auf sich? Das klemmt. Jemand schreibt Unsichtbarkeitsdrang, als wäre so der Shit. Scary Ghost drop die 10 Euro und schreibt Grüße an Nico und Fred. Danke für die 10 Euro, Buddy. Kuss aufs Auge, Bro.
Ja, wenn ich das Brecheisen brauche, dann muss ich quasi einmal sterben, dann runtergehen und dann erst alles holen. Oder... Sorry, meine Low-Sense-Kick von... Okay. Okay, easy. Hä? War das jetzt die Tür? Haben wir ihn jetzt outsmartet mit der Tür? Fivehead. Hitler dir. Da ist er wieder. Alarm im Darm, Noka, New Crash, Cuddy, Proxy, danke für den Support, Boys. Ich, ich überlege gerade, Freunde. Ah, vielleicht streamen wir morgen mit Henke irgendwas abends. Müssen wir mal gucken. Warte mal, was müssen wir jetzt machen, Freunde? Also wir haben jetzt noch ein Mobili-Ding und eins fehlt uns noch. Was haben wir gerade irgendwie dadurch bekommen? Oder was? Haben wir noch irgendwas vergessen? Jetzt laufen beide rum. Ich meine, das könnte actually true sein. Dass jetzt der Mann und die Frau rumlaufen. Halte ich für möglich tatsächlich. Okay, uns fehlt ein Mobili-Ding. Brecheisen holen und durch die Tür da. Denkt ihr? Denkt ihr, das ist das, was wir jetzt machen müssen? Wir haben immer noch... die Schallplatte fehlt uns immer noch. Ich glaube... Oh! Auf dem Kästchen ist ein musikalisches Symbol, es ist verschlossen. Da könnte eine Schallplatte drin sein, Freunde. Die Frage ist, wo ist der Schlüssel dafür? Im Safe vielleicht. Aber für den Safe brauchen wir auch einen Schlüssel wiederum. Also wir brauchen einen Schlüssel, Jungs. Auf dem Stuhl ist eine Blume, sammel die ein. Die kann man nicht einsammeln, das war nur in der einen Welt dann, Bruder. Na gut, Freunde, dann, den Shit brauchen wir auch noch für irgendwas. Ey, Digga, ich schwöre, ich muss wieder auf Toilette. Ich muss wieder pissen gerade. Ich schwör's euch. Ich bin gleich wieder da.
Okay. Weiter geht's, Jungs. Wieso brauchst du beim Pissen länger als beim Scheißen? Bro. Bitte? Freunde, ist unser Plan, dass wir jetzt das Brecheisen holen? Ist das unser Plan? Ja, ne? Ich meine, sonst wüsste ich jetzt an mich auch nicht weiter. Damn, son, where'd you find this? Er holt sich einen auf Renate runter. Bruder, und was ist daran falsch? Ganz ehrlich, daran ist nichts falsch, Freunde. Leute, seit wann gibt es denn den Familie-Ritter-Simulator? Poggers. Gott. Danke für die 2 Euro, Bro. Ich überlege, ob ich Basti frage, ob wir das Escape Room Ding morgen machen, Freunde, to be honest. Weil das Ding ist halt, ich brauche halt länger als 15 Minuten. Und... Also, das Ding ist halt, jetzt Visage abzubrechen, wäre halt überstupid. Wir spielen das Gefühl seit 10 Minuten. Damn, son, where'd you find this? Und dann so in die fucking Nacht rein, den Escape Room zu machen, ist auch irgendwie nicht so fresh. Ja, ja, ich will's auch nicht schon wieder verschieben, ich fühl, Bruder, aber... Am Ende müssen wir jetzt auch nicht auf Krampf machen, Digi. Also, wenn wir einen Schlüssel bekommen, irgendeinen, dann haben wir es, Freunde. Wir brauchen noch einen Schlüssel, ich denke, dann haben wir es. Dann weiß ich wirklich ungefähr genau eigentlich alles. Ungefähr genau eigentlich alles. Geile Beschreibung, Bruder. Wir müssen ins Büro jetzt damit, ne? Ja. Lang nicht hier gewesen. Palette, danke für die 9 Monate, Bruder. Frag ihn doch einfach mal, ob er Bock hat, you know. Wenn er Nein sagt, ist er schon. Wie, ob er Bock hat? Ob Basti Bock hat auf den Escape Room? Ob Basti hat Bock auf den Escape Room? Darum geht's überhaupt nicht, Bruder. Es geht darum, so, ich würde Basti halt fragen, ob wir es morgen halt gegen 21 Uhr oder so kicken. Und ich dann dafür heute, sag ich mal, bis 23 Uhr oder so Visage durchspielen kann. Das wäre quasi dann mein Plan. Immer wartet man drauf und dann brichst du ab. Das macht halt echt keinen Spaß. Gerade, wie wär's einfach, wenn du dein Maul hältst? Perfekt. Ja, es ist wirklich grauenhaft, dass ich in meinem Livestream die Spiele spiele, die mir Spaß machen. Dude, was ein fucking... Ich bin der größte Huse auf Erden. Bro, chill, dude. WTF. Ach, als ob. Ist jetzt die Frage, Alter, wie machen wir weiter, Freunde? Also wir haben diese Kiste, die wir da gesehen haben. Wir haben diesen Safe hier. Im Wohnzimmer ist noch ein Spiegel, meint jemand, okay. Safe Corp? Was ist für euch das Wohnzimmer? Ist das hier für euch das Wohnzimmer, Freunde? Oh mein Gott, ihr seid genial. Wenn ich könnte, würde ich euch jetzt umarmen. Oh, das muss ja wohl meine Thai-Massage mit Happy End sein. Kommen Sie da rein. Auf Klo immer schön die Lösung googeln. Wir haben dich durchschaut. Fuck! Immer so, weißt du, so, ich bin so 10 Minuten auf Klo, komm dann so wieder. Jungs, ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Bruder, das hat sich gerade angehört wie so ein Fake-Gainer. Oh mein Gott, Cindy, oh mein Gott, holy shit. Oh mein Gott, Cindy, mach doch nicht diese. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott, Junge, heilige Scheiße. Die kommt ohne was zu sagen einfach rein. Bruder. Alter, Cindy, spür mein Herz. Hier ist mein Herz.
Boah, Bruder, Alter. Willst du dich mit dazu setzen? Kannst dich gerne mit hinten reinsetzen. Chat würde sich freuen, safe call. Warum bin ich nochmal hier? Achso, wir holen den Hammer, ne? Siehst du, Chat würde sich freuen. Man sieht nichts in der Facecam. Was soll man noch sehen? Das sagt Kevin nur, weil er den braunen Alarm bei dem Game spürt. Freunde, können wir aufhören, das braunen Alarm zu nennen? Danke. Das würde ich sehr appreciaten. MGN Blue, danke für die 19 Monate, Bro. Emani, Lukas, Choke90. Danke für die Subs, Bros. Das ist mal übelster E-Rap, wenn man hier ist, ich schwöre. Da ist deine Thai-Massage. Ist so. Okay, Freunde, also rein theoretisch. Bless RNGs in Chat. Kannst gerne hier bleiben, Baby. Ich will mein Himbeer-Sorbet nur dann haben, wenn du dich mit hierher setzt. Safe nicht? Okay, nee, dann möchte ich es nicht. Dann hilfst du mir für nachher auch. Hilfst du auch für nachher auch. Safe? Okay, ich mach mal weiter, Baby. Ich lieb dich, Baby. White People Blanket, ja, ja. Achso, ich wollte ins Wohnzimmer. Szene, dass die hier wieder um die Ecke steht, die alte Slut. Oh, diesmal nicht. You got me some type of way. Hi. Ja. Das ist ja gar nicht gruselig. Das sieht ja richtig entspannt aus. Oh, da habe ich ja richtig Bock drauf jetzt. Pizza, people fat. Ja, mega chillig. Ah, cool. Gut, dass wir uns das gemerkt haben, Freunde. Mega nice. Kurze Frage. Hat jemand einen Clip davon? Oh, hat jemand einen Clip davon, bitte? Ich hab gar keinen Bock. Nö. Komm, irgendwer wird einen Clip haben, Bruder. Guck mal, ihr könnt euch VIP holen. Wenn ihr jetzt den Clip, den richtigen, postet, von den Bildern, könnt ihr VIP ergattern, Freunde. Alright, also snitcht lieber. Wer will snitchen? Es gibt, by the way, nur Subs. Plebs werden getimodet. Plebs haben erst gar nicht die Chance auf einen VIP-Rip. Nö, kein Interesse. Ach, ganz ehrlich, so ein... Rechts mit links tauschen. Das ist ein Safe... Naja... Ganz ehrlich. Bevor jemand von euch VIP, Alter, gehe ich lieber hoch und guck nach. Aber Chat, ich möchte nur, dass ihr wisst, dass ihr die größten 31er seid. Ja, wie merke ich mir das denn jetzt? Ich kann mir nichts... Ach Gott. Ja? Nein. Weil ich eine riesen Portion Cini-Minis gegessen habe. Warum? Hast du Hunger? Okay. Passt das? Zeichne ab. Ich hab ein Paint-Screenshot gemacht. Also ich hab so Paint. Jetzt mach ich Snipping-Tool auf. Easy. Zu intelligent einfach. Okay, ich hab beides auf dem zweiten Bildschirm offen, Freunde. Ich verstehe nicht so ganz. Wir haben halt nur diese drei Bilder. Aber unten waren sechs Bilder. Wenn du mir VIP gibst, dann putze ich deine Wohnung. Holy shit. Ey, ich schwöre es euch, ne? Ihr glaubt es mir immer nicht, ne? Und ihr denkt immer, ich würde voll rumsitzen und shit.
Aber ich schwöre euch, ich schaffe es nicht, die Wohnung aufzuräumen zeitlich. No fucking joke. Es ist wirklich so, ich kann sie aufräumen, ich schaffe das auch. Aber ich schaffe alle anderen Sachen dann nicht. Und gefühlt zwei Tage später ist alles wieder unaufgeräumt, Alter. Wirklich, es ist impossible. Okay, denkt ihr, es muss auf die rechte Seite mit dem... Ja, da, wo das Licht dann ist, oder? Es muss... Wait, die Bilder, die ich brauche, sind gar nicht dabei. Ach doch. Nee, warte, das muss in die Mitte. Das muss in die Mitte. Ach, Bruder. Oh, Bruder, geh jetzt. So, das muss in die Mitte. Zack. So, dann bauen wir das Gesicht. Das Gesicht haben wir nicht. Uns fehlen zwei Bilder, Freunde. Funktioniert hier nicht. Das ist ja eine super chillige Sache. Ich sehe nichts. Wieso? Okay. Okay, an die drei müssen wir die drei Bilder hängen. Okay, also eins war ganz am Anfang. Gut, dann holen wir das erstmal. So, wir brauchen das hier ist das. Ne, das ist das in der Mitte, genau. Okay, Hammer, Feuerzeug muss ich wegpacken. Oh, ich schwöre, dieses Game. Achso, ich muss einfach Linksklick einmal drücken. Bruder, ich drücke die ganze Zeit Linksklick durchgedrückt. Warum bekomme ich immer für den Clip eine Minute Timeout? Weil wir dich nicht mögen, Luca. Das ist das Ding tatsächlich. Das passiert nur bei dir. Okay, wir suchen ein Gesicht, Freunde. Ah, das suchen wir. Na, Bro, es ist so eingestellt, dass nur Subs Clips posten können. Weil du kannst halt nicht einstellen, okay, hey, es können nur Clips von meinem Channel gepostet werden, sondern du kannst nur einstellen, Clips oder nicht Clips. Und dann haben wir es halt so eingestellt, dass halt nur Subs-Clips posten können. Weil sonst hast du halt alle paar fucking Minuten irgendeinen PP-Clip von irgendeinem anderen Streamer drin und da habe ich nichts zu tun drauf. Oh! Nice, es geht weiter, Freunde. Haben wir jetzt die Oma getötet? Ich weiß nicht so ganz, ob wir jetzt Renate getötet haben, Alter, aber vermutlich nicht. Auf einmal ist so voll happy. Auf einmal wird so Hausflipper. Wir müssen einfach so renovieren auf einmal. Okay, ist hier noch mein Hammer? Den würde ich nämlich gerne wieder mitnehmen. Na gut, scheiß noch den Hammer. Okay, Freunde, wir müssen jetzt hochgehen und das Mobili vervollständigen. Dann haben wir's. Renate Granate, schreibt jemand. Hardliner, danke für die 2. Er schreibt wichtig und dann einen YouTube-Link. 10er, dass es nicht wichtig ist, Bro. Damn, son, where'd you find this? Wirklich. Besonders dicke Schwänze. Wegen Escape Room mit Basti gucke ich mal, Freunde. Das Ding ist, wir haben jetzt quasi was ganz, ganz Großes geschafft. Kann sein, dass wir das Game jetzt durchspielen, Freunde. Dann noch heute. Ansonsten würde ich ihn gleich mal fragen, ob wir es vielleicht morgen machen oder wir brechen hier jetzt ab. I don't know, müssen wir mal gucken gleich. Wir entscheiden gleich mal. Okay, darauf haben wir gerade, da haben wir 3 oder 4 Stunden hingegrindet, Freunde, dass wir das voll vollständig bekommen. Das ist, jedes einzelne davon ist ein Rätsel. Oh mein Gott, no way. Da ist der Schlüssel drin. Hätten wir nicht ohne die Dinge abschrauben können, wa?
Junge, Alter. Horror Games in a nutshell, Alter. Wenn da jetzt keine perfekt. Okay. Wir müssen in den Keller, Freunde. Digga, mir wird gerade auffällig viel gespeichert, Alter. Das ist ein bisschen pepega. Aber gut. Das ist nicht. Ach, Bruder, ich swap halt die ganze Zeit die Emotes. Das ist ein bisschen gruselig, wollte ich sagen. Beziehungsweise Monka S. Nutzt die Chance, nicht, dass Basti sich anders überlegt. Nee, ich denke Realtor nicht, dass Basti sich das anders überlegt. Ey, Freunde, wir spielen heute den Escape Room wie geplant. Wir spielen heute den Escape Room wie geplant. Ich weiß nicht, ob Basti gerade streamt, aber ihr könnt mir ja vielleicht sagen, dass ich so in 10 Minuten da bin. Ich will nur noch kurz. Also wahrscheinlich werden wir jetzt die Schallplatte da reinballern. Dann wird das uns einen weiteren Schlüssel geben. Und mit dem Schlüssel müssen wir zum Safe. Da kriegen wir einen weiteren Schlüssel und dann müssen wir zur Tür. In dem Spiegel die. Wisst ihr die im Keller? Und ich denke, dann wird irgendwas passieren. Wahrscheinlich wird es so in der Richtung sein. Obwohl das eigentlich viel zu kurz wäre, aber. Wir gucken mal. Ich meine, wenn ich merke, okay, es dauert übel lange, dann brechen wir einfach ab. Dann haben wir halt noch genug Content für halt die Tage. Okay, Ladies and Gentlemen, dann bin ich mal gespannt. Ich kann halt das gerade nicht ausmachen, Freunde. Der Strom ist gerade aus. Soll ich ihn kurz anmachen? Machen wir kurz den Strom an, Freunde. Okay, was genau darf ich um einen Tanz bitten? Riff Renate, danke für die Zauber, Bro. Ja, Pork, 3 Stunden Rätsel gelöst für ein bisschen Mucke. Ich, lauf zur Musik eventuell. Meint ihr oben? Ey, wir haben halt kein Feuerzeug, Alter. Das geht gar nicht, Jungs. Ne, hier wird's leiser, okay. Oh, das tilt mich gerade mies, dass wir kein Feuerzeug haben. Ach so, hier durch. Ach, oh mein Gott! Oh boy. No fucking way! No fucking way! Selbst hier an Fallschaden gestorben, Alter. Junge, Suro 2.0. Oh, da hinten. Da hinten ist Renate. Die tanzt. Da hinten tanzt Renate, Jungs. Ich schwöre. Könnt ihr das sehen? Die tanzt da hinten, ich schwöre.
Okay, jetzt mal Real Talk. Sollen wir hier aufhören und mit Basti jetzt spielen? Ich meine, das wäre ein guter Part, um jetzt gerade kurz zu cutten. Wisst ihr, wie ich meine? Ist halt ein kranker Cliffhanger, aber wir haben halt 22 mit Basti ausgemacht, deswegen überlege ich gerade. Wisst ihr, ich meine? Aber auf deiner Seite will ich wissen, wie es weitergeht, Alter. Bro. What the fuck? Damn, son, where'd you find this? Bruder, this is so scary, Alter. Ah, fuck. Okay. Ich denke, wir speichern hier, Freunde, und spielen mit Bassen. Okay, krass. Okay, wir müssen kurz mal schauen, ob Basti überhaupt schon fertig ist, aber sollte eigentlich. Ich denke, ich gehe einfach mal in sein Teamspeak, oder? Na, Freunde, also ich weiß nicht, was denkt ihr, wie viel wird es jetzt von hier noch sein? Ich kann das ganz schlecht einschätzen. Ach, Bruder, ich hasse so ein Hin und Her. Ich dachte halt, das Ding ist, Chat meinte, wir brauchen noch eine Stunde, sind wir durch. Noch eine Stunde 30 sind wir immer noch nicht durch. 10 Minuten, denkt ihr wirklich, dass es 10 Minuten sind? Es ist legit gleichzeitig, schwört ihr, ja? Okay, dann sag ich, okay. Dann ziehen wir das jetzt fix durch, Freunde. Aber ihr könnt Basti trotzdem schon mal sagen, dass ich in seinem Teamspeak warte und er mich ziehen kann. Okay? Ich schwöre mir, es sind länger als 10 Minuten. Das Ding ist, ich habe gefragt und so viele Leute haben 10 Minuten geschrieben. Normal 10 Minuten, bei dir 2. Okay, chill. Wo war die tanzende Renate? Ganz hinten, Bruder. Hogwarts, endlich dein Lebensziel, Potter. Wirklich, chill. Funny Jokes mal wieder am Start. Danke für die 2 Euro, Buddy. Ah, das war der falsche Slot. Oh mein Gott, bitte sag mir jetzt nicht, dass alles resettet ist. Bitte sag mir jetzt nicht, dass alles resettet ist, Bro. Bitte sag mir jetzt nicht, dass dieser andere Spiel schon weg ist. Sonst gehe ich mich tatsächlich löschen. Oh mein Gott, das Game ist abgestürzt. Ach du Kacke. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, Freunde. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Ich meine, angenommen, das wäre jetzt so, dann wäre das eine Sache von 5 Minuten oder so. Wir wissen jetzt genau, was zu tun ist, aber trotzdem. Dieses Spiel enthält Szenen, die extrem verstörend sein können, spielen auf eigene Gefahr. Ja, okay, das ist die richtige. Okay, ist alles noch safe, Freunde. Ole Hip, Gaming Over, Mats, Deadly Kunai Liquid, Totsti, vielen Dank für die Subs, Jungs. Kuss aufs Auge, Bros. Alter, ich schwöre, der Subcount ist behindert hoch. Digga, ich schwöre, WTF. Okay. Wir müssen, denke ich, zu den Türen gehen, oder? Ich kann die Türen nicht aufmachen. Wo sollen wir hingehen? Also zur schönen Musik einfach, oder? Einfach zur schönen Musik, oder? Ich hab das Gefühl, ich muss da lang. Aber wir gehen mal hier lang. Vielleicht ist es doch richtig. Nee, okay. Dann vielleicht hier. Ingo, du bist auf der Seite, Junge. Meint ihr, ich muss runter? Fuck. Hier vielleicht?
Boah, ist gar nicht gruselig gerade, wirklich null. Ja, ist voll schwer, der Musik zu folgen, Jungs, ich schwöre. Okay, wir müssen nochmal neu machen, denke ich. Einfach der Musik hinterher, ja, ist voll, also, das ist echt nicht so leicht, wie ihr sagt. Also ich denke, Freunde, da sind wir uns, glaube ich, einig, oder? Ich denke nicht, dass das Game will, dass ich irgendwo runterspringe oder so. Also so, wie ich es gerade gemacht habe. Oder das nicht ist, was gewollt ist. Richtig? Hm, cool, wir spawnen sind wieder tot direkt. Das ist eine coole Sache auf jeden Fall. Feier ich. Nice, hat Drip. Hätte ich genauso gemacht. Was geht? Ach, wirklich? Da gibt's so einen Geiger im Chat, der schreibt die ganze Zeit, ich soll Casino-Slots spielen. Bruder, was zum Fick? Okay, warte mal, wir checken mal ganz kurz. Rechts ist es nicht, richtig? Nein, okay, links. Okay, ich vermute hier lang. Okay. Okay, wo jetzt lang? Hier lang? Da lang geht nicht. Da lang waren wir schon. Eigentlich muss es hier lang sein. Ja, sieht gut aus. Ja, oh mein Gott, wir haben's. Freunde, wir machen Fortschritt. Wait. Okay, hier ist Renate. Hier ist Renate am Tanzen, Junge. Geld, 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 no. When the whistle blow. Fuck. No fucking way. Als ob ich da jetzt gerade runtergefallen bin beim Ranzoom. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bruder. 10 Minuten, by the way. Lull. Bin ich schon bei Basti im Teamspeak? Ja, ich könnte All-in-One machen und einfach mich in Wasser stellen. Oh mein Gott. Ich brauche noch ganz wer kurz. Wer ist da? Hallo? Hallo, wer ist da? Leute, ich muss den Stream beenden, bei mir wurde eingebrochen. Okay, chill. Oh mein Gott, ich muss den Alarmknopf drücken. Moment, Alarm. Okay, Weißt du, Basti ist auch so jemand. Man könnte jetzt hingehen und den Gag einfach so 10 Sekunden machen. Basti zieht einfach so 2 Minuten durch. Einfach, ich schwör. Alarm! Alarm! Hast du deine Mikrowelle geholt oder was ist das für ein Geräusch? Das ist meine Alarmschaltung. Ich habe halt wirklich ein Sicherheitssystem hier. Oh mein Gott, Bruder. Okay, Bruder, ich brauche noch ganz kurz. Ich bin gleich da. Ich wollte nur kurz dich erschrecken. Okay. Ja, hast du hinbekommen. Wie lange brauchst du? Also, 10 Minuten laut meinem Chat. Passt es? Du kannst ihm, wenn du willst, ruhig Zeit lassen, weil ich spiele gleich Minecraft durch. Okay. Aber du brauchst wie lange noch? Du kannst, also wenn du jetzt zum Beispiel 20 Minuten brauchst, wäre das halt nicht schlimm, sag ich so. Achso, machst du gerade Speedruns oder wie? Ja, ich bin halt gleich fertig so. Okay. Nein, also ich mach aber direkt aus, wenn du da bist, weißt du? Okay, ich beeil mich einfach. Ich mach so schnell wie geht, okay? Bis also, gleich. Spannend. Okay, Freunde, tut so, als wäre dieses Gespräch mit Basti nie passiert. Und tut so, als würdet ihr euch immer noch gruseln, okay? Oh mein Gott, das ist scary. Oh Gott, die Atmosphäre. Ja, Freunde, ich habe eventuell gerade gepopelt. Na und? Was wollt ihr jetzt machen? Ich bin ein erwachsener Mann. Ich darf popeln, wann und wo ich möchte. Get low when the whistle blow. Rechts oder links? Alter! First try den richtigen Weg. Die ist am Cooking. Okay, ich dachte schon.
Warte, was passiert jetzt? Was, okay, will das Game, dass ich da lang laufe? Ja, oder? Das Game will, dass ich da lang laufe, oder, Chat? Okay, da steht Renate traurig, Freunde. Okay. Okay, hä? Wo denn dann lang? Hier lang? Oh, wir haben es geschafft! Ja, der Raum ist viel chilliger. Oh Mann. Also, der ist chilliger als vorher. Get low when the whistle blow. Ganz ehrlich, was soll jetzt passieren, Bruder? Ist es da hinten ein Riesenspiegel oder wieso? Damn, son, where'd you find this? Hallöchen, schönen guten Tag. Ich hätte gern 3 Sonntagsbrötchen und 1 Vollkorn. Und wir befinden uns gerade anscheinend in einem Arschloch oder so, Freunde. Das ist eine unangenehme Situation hier. Ich glaube, wir können hier nicht speichern, ne. Okay. Nice Sache auf jeden Fall. Alright. Es wird ziemlich eng hier hinten. Und da ist eine Tür, Freunde. Der sogenannte Hintereingang. Alright, let's go. Dann schauen wir mal, Freunde. Eine Abstellkammer. Hauswirtschaftsraum. Oh, Diggi, das ist der Raum. Ein Besen. Ich weiß ehrlich, meint ihr, wir müssen da rausgucken? Das ist der Raum, wo wir reingeguckt haben. Ja, Szene. Oder muss ich da jetzt wieder raus? Boah, das ist spooky gerade. Das klemmt. Wait, what the fuck? Das geht nicht. Oh, sorry. Entschuldigung. Denkt ihr, ich muss mich vor die Bilder stellen, dann passiert irgendwas Gruseliges? Irgendwie so? Oh boy, okay. Get. Low when the Oma burns. Junge Dame, können Sie sich bitte ausziehen? Ist sie gerade ihr Kind oder so shit? Ah, ne. Da ist kein Baby. Sie streichelt einfach nichts, oder? Ganz ehrlich, können wir nicht einfach eine Glock mit dabei haben? Ja, die ist safe jetzt hinter mir. Aber ich kann nichts machen, Freunde. Da kommt jetzt ein Jumpscare. Oh Mann. Da war ein Loch vom Dachboden, Freunde. Deswegen. Alter, das Game ist heftig, Alter. Ich schwöre. Das Game ist heftig. Alter.
krass. Das war ein gutes Game. Das war nur ein Kapitel, Freunde. Es gibt noch ein anderes Kapitel, also... ist es anscheinend, wir sind in einem Haus und wir haben jetzt Dolores Kapitel angefangen, also von dieser Oma, die hieß Dolores. Und dann haben wir diese Geschichte von Dolores gespielt. Und wir könnten jetzt quasi noch ein zweites Kapitel spielen. Das wäre wahrscheinlich dann auch in dem Haus, oder? Aber das wäre halt dann ein anderes Kapitel. Oder so. Geh mal in den Fortschrittsraum. Soll ich machen? Ich habe Angst, dass jetzt nochmal der Jumbo 9000 Jumpscare kommt, Freunde. Ah, wie ich euch kenne, kommt jetzt auch der Jumbo 9000 Jumpscare, Alter. Das Ding ist, warte mal, der Spiegel ist jetzt nicht da. Wie komme ich denn jetzt überhaupt in den Keller, Freunde? Gleich spielst du die Geschichte von Jumbo Schreiner. Oh boy. Telefon hoch. Ach, der Fortschrittsraum. Ach, der Fortschrittsraum. Stand da, dass es das im Fortschrittsraum gibt? Oh, ich dachte gerade an diesen komischen Schrank unten, wo die ganzen Sachen zwischengespeichert werden. Aber da stand ein Fortschrittsraum. True. Ich glaube, da wäre jetzt ein Jumpscare gewesen. Holy fuck. Alter, das hätte den Shit aus mir rausgescared. Krass. Also haben wir eins von drei, oder wie? Dann gibt's anscheinend drei Kapitel. Haha. Lol, W, Alter. Krass. Gutes Game.